Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Spielwelten. Ich bin Kim und das ist Crimson Company. Diesmal in der Deluxe Edition oder Deluxe Edition, je nachdem wie man es aussprechen mag. Ja, und dazu werde ich heute mal meine Meinung kundtun. Vorweg gesagt, das ist ein Rezensionsexemplar mit der Bitte vom Verlag noch vorm Kickstarter meine Meinung dazu kundzutun, der übrigens am 23. Februar startet, könnt ihr euch schon mal merken. Ansonsten habe ich mich ja schon mal dazu geäußert in dieser Version hier, die doch deutlich kleiner und feiner daherkommt. Die Regeln sind schnell erklärt, es liegen drei Burgen aus, an der Seite vier Söldner, die Spieler haben Geld zur Verfügung, wer dran ist, bietet auf einen der ausliegenden Söldner. Der Gegenspieler hat dann die Möglichkeit, entweder genau den gleichen Betrag zu bieten, dann bekommt der jeweilige Spieler, der gerade dran ist, das ganze Geld, der andere den Söldner. Ansonsten geht das Geld eben in den Vorrat zurück und der Spieler nimmt sich den Söldner, der dann sofort durch einen neuen ersetzt wird. Im Anschluss spielt er dann alle Söldner, die er vor sich liegen hat, in eine von drei Reihen oder Lanes aus. Sobald dort vier Söldner auf einer Seite zusammengekommen sind, wird es zu einem Kampf kommen. Dann werden die Stärkepunkte verglichen. Jede Karte hat halt einen gewissen Stärkewert. Und natürlich besondere Fähigkeiten, was die ganze Sache überhaupt erst interessant macht. Dann werden halt Karten zum Beispiel durch die Fähigkeiten umgedreht oder eben in andere Lanes verschoben. Also man kann ganz viel taktisch da machen. Ja, und sobald man zwei Burgen von den dreien erobert hat, ist das Spiel vorbei und man hat gewonnen. Das ist die ganze Herrlichkeit. So. Ja, gucken wir doch mal einfach in das Spiel rein. Schauen wir doch mal, was jetzt hier so Deluxe ist. So besonders in dieser riesigen Schacht. Also, oh. Ja, vorweg natürlich eine Spielregel, die übrigens sehr gut geschrieben ist. Also sehr verständlich und auch übersichtlich. Ja, die auch jetzt nicht mit dem Platz geizt. Es ist also nicht zu eng geschrieben alles. Übersichtlich erklärt, Bebilderung dabei. Auch häufig gestellte Fragen, ne, dass man dann eben durchaus auch mal Klarheit bekommen kann. Ist also alles eingearbeitet, wunderbar. Ja, dann ein Spielbrett. Hui, ein Spielbrett. Recht groß, kommen wir gleich zu. Ja, und dann die Herrlichkeit hier. Das ist also das Spiel mit zwei Erweiterungen, wohlgemerkt. Zwei Stück drin. Also das eigentliche Grundspiel sind diese Karten hier. Plus natürlich, ups, hier ist noch eine dazwischen gerutscht. Da müssen noch Bogenkarten sein. Genau, hier. Die sind auch wichtig. Das sind Übersichtskarten, die kann man sich eigentlich klemmen. Aber das ist dann sozusagen das Spiel, was man braucht. Ja, zwei Erweiterungen, die im Prinzip aus zusätzlichen Karten bestehen. Und dann hätten wir einmal also The Other Side, Geister und so, ihr wisst schon. Und natürlich finde ich noch sehr schön Ragnarök mit nordischer Mythologie drin. Ja, dann hätten wir hier Metallmünzen in guter Zahl, ausreichend. Drei Bogen aus Plastik. Und ein Marker, für den man für einige Spielmodi braucht. Es sind mehrere Spielmodi drin, dazu kommen wir jetzt. Ansonsten halt hier die Tütchen, die da auch bei waren. Und ein paar Übersichtskarten, die jetzt nicht so nötig sind. Was war das? Oh, hier sind noch Typis. Hier sind noch ein paar Typis rundgerutscht. Die kommen natürlich auch noch zu den Leuten. Ja, also ist schon mal vorweg eine Sache, hier rutscht das unten drunter durch. Also als Trenner finde ich sowas nicht optimal gelöst, muss ich sagen. Aber Gott, ne klar, die Karten soll man eigentlich aufrecht stehend lagern und vielleicht einklemmen, keine Ahnung, oder in eine Tüte packen, wie auch immer. Ja, das ist also die Herrlichkeit, das bekommt ihr vorher Geld. Ich packe mal auch hier die andere Schachtel, denn hier war ja das Grundspiel auch drin, was man gut unterbringen konnte. Mit einer Regel drin, klar. Also das ist quasi das hier. Mit den Burgenkarten. Es sind mehr Burgenkarten hier drin, da kommen wir noch zu. Also im Grundspiel waren drei drin, weil man ja eben nur Burgen zum Symbolisieren brauchte. Ja, und weil wir ja schon Burgenkarten hier haben, frage ich mich, wofür braucht man zur Hölle sowas? Also, na, wem es gefällt als kleines Goodie, bitte sehr, aber es ist ja nicht so, dass das ein super geiles Burgdesign wäre oder so. Da wollen wir gar nicht erst von anfangen. Also, das sind einfach, ja,
unnötige Plastikteile geschenkt. Wer Spaß dran hat, soll sie haben. So ein Marker, auch wunderbar. Metallmünzen. Ja, ich bin kein Riesenfreund von Metallmünzen, muss ich sagen, aber die sind zumindest sehr gut ablesbar. Und das ist ein Vorteil gegenüber dem Grundspiel. Da war nämlich auf der Rückseite dieses Doppel-C drauf von Crimson Company und das sah aus wie eine 3 und das ist ein bisschen verwirrend gewesen. Hier sind die Einer und Dreier dann deutlich getrennt. Ja, das ist ein fixer Anzahl, das ist wirklich wichtig, denn die Anzahl an Münzen, die in einem Spiel zur Verfügung steht, ist auch immer festgelegt und variiert auch von Spielerzahl. Ja, komm. Machen wir doch mal hier einen Blick. Werfen wir einen Blick aufs wunderbare Spielbrett, was ihr hier bekommt. Eine großartige Sache. Also, ich bin sehr begeistert. Und, ist doppelseitig übrigens, wie ihr seht. Ne? Also einmal den Competitive Mode hier. Also das, den eigentlichen Spielmodus, da geht es farblich voll ab, wie ihr seht. Ja, okay, ist so im Landkartenstil gehalten, ist sehr schick. Aber ja, ne, dann sind hier einfach nur Symbole. Hier legt er die drei Burgen hin und dann habt ihr für 4 Söldner Platz. Und wenn der fünfte, der es auch geben kann, ne, wenn es Gleichstand gibt, dann geht es halt weiter mit der Belagerung. Oder wenn man 2 Karten hinlegt, ja, dann muss der eben hier angelegt werden. Ja, genauso hier die Auslage von 4, Nachziehstapel, Ablagestapel, ein Feld fürs Geld, auch hier ganz wichtig. Und dann auf der Rückseite eben die ganze Geschichte für den Solo-Modus oder auch kooperativen Modus, je nachdem, das sieht dann ein bisschen anders aus, klar. Aber im Prinzip braucht man sowas nicht. Also ich bin kein Riesenfreund davon, dass man hier Spielbretter macht, die mir sagen, wo ich die Karten hinlegen soll. Denn das hat hier auch ohne Spielplan ganz wunderbar funktioniert. Der frisst im Prinzip nur Platz und ist vielleicht auch der Grund, warum diese Schachtel so verdammt groß geworden ist. Ich frage mich, warum. Denn das sind jetzt 2 Erweiterungen und das Grundspiel. Also warum? Klar, es soll eine Sammelbox sein, es sollen weitere Erweiterungen kommen. Aber da sind jetzt ja hier so 6 Fächer, so größere Fächer drin und nochmal hier so kleinere fürs Kleinzeug. Die füllen jetzt 1 dieser Fächer zur Hälfte aus. Ich frage mich, wie viele Erweiterungen die denn da noch rausbringen wollen, dass das hier mal ansatzweise voll wird. Ja, habe ich keine Ahnung von, aber ich finde, das Spiel braucht auch nicht so wahnsinnig viele Erweiterungen. Das ist ein ganz gutes Duellspiel, so wie es ist. Ja, und ob jetzt die einzelnen Karten dann so großartig andere Effekte haben, sei mal dahingestellt. Aber, nur um es euch mal zu demonstrieren, mache ich jetzt was. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Zaubertrick. Also das ist jetzt hier das Geld aus dem ursprünglichen Spiel. Da war auch, das sind die Karten, ist alles drin. Kein doppelter Boden. Und dann nehme ich mal hier so eine Erweiterung. Dann nehme ich noch eine Erweiterung. Und dann nehme ich nochmal das Grundspiel, also ein zweites Grundspiel. Das geht alles in diese Schachtel hier rein. Und dann brauche ich unbedingt Metallmünzen und Plastikburgen, die keinen Sinn machen. Und ein Riesenspielbrett brauche ich auch nicht. Also, da ist ein bisschen over the top, würde ich sagen. Naja, also das sind aber nur, naja, Schönheitsfehler. Wenn ihr unbedingt das Spielbrett haben wollt, kauft es euch. Ich will es ja nicht verbieten oder so, oder sagen, dass es schlecht wäre. Es erfüllt ja seinen Zweck, aber es erfüllt ein Bedürfnis, das ich nicht hatte. Sagen wir es mal so. Falls ihr euch fragt, was es regeltechnisch denn für Neuerungen gibt, da muss ich sagen, ganz lobend zu erwähnen sind die Burgen. Also zumal, ich kann ja immer nur zum Vergleich zu dem Grundspiel herstellen, das ich dann auch schon hatte. Ich weiß nicht, ob es dann schon andere Versionen gab, die das auch schon hatten, aber da sind dann eben Fähigkeiten dabei, Effekte auf den Burgen drauf, die dann für beide Seiten gelten, bis die Burg erobert wurde. Also man könnte ja eigentlich denken, das ist dann so ein Anreiz, die Burg zu erobern, dann kriegt man eine neue tolle Fähigkeit, aber nein, ist genau andersrum. Solange sie im Spiel sind, gelten sie für beide Seiten. Ist auf jeden Fall eine neue taktische Tiefe drin und deutlich, deutlich interessanter. Denn dann ist es ja nicht mehr beliebig, welche Burg man sich aussucht oder guckt man vielleicht nur, ja gut, die hat ja schon ganz viele Gegner, dann übernehme ich lieber die andere Burg.
Denn dann werden eben auch, wird es entscheiden, welche Burg man erobert und auch welche Burg man wann im Spiel erobert. Ja, das ist auf jeden Fall eine großartige Sache. Ja, da gibt es ganz viele Spielmodi hier drin. Die, das hatte ich ja schon andeuten lassen hier mit dem Spielbrett. Es gibt jetzt auch einen Solo-Modus, den ich jetzt nicht so gelungen finde. Man kann ihn spielen, klar, keine Frage. Man zieht einfach drei Karten und sucht sich dann selber eine aus. Und zwei sind dann für den Raubritter. Die muss man dann eben auf die gegnerischen Lanes platzieren. Immer da, wo am wenigsten sind, damit man dann nicht sagen kann, ja gut, machen wir einmal eine voll und ich mache mir auf zwei schon mal einen kleinen Streitmacht. Dann erobert er zwar die eine, aber ich kann dann sicher mit beide anderen erobern oder so, geht nicht. Ja, das Bieten fällt weg. Das Bieten gibt es da eben nicht und das ist ein Kernmechanismus im Spiel. Hallo? Also dann, ich finde es ein bisschen, naja, belanglos. Kann man machen, vielleicht wenn man die Karteneffekte ein bisschen sich angucken will, gucken, wie die schön zusammenarbeiten, aber naja. Ist ja auch nicht so, dass man da jetzt so eine riesen Auswahl hat, man zieht immer drei und so. Ganze Mindgames fallen auch weg von wegen, ja, wenn ich jetzt hier auf den biete, dann wird mein Gegner aber wahrscheinlich dann den nehmen und das kann ich ihm nicht erlauben und so, das ist auch alles nicht da, also warum? Ja, ein so kooperativ gibt es noch, also Solo, kooperativ, zwei Leute spielen quasi den Solo-Modus gemeinsam. Selbe Spiel. Ganz normal 1 gegen 1, klar. 1 gegen 1 Turnier, dann hat jeder 15 Karten, die er sich vorher sozusagen ausgesucht hat, die werden zusammengemischt und damit spielt man dann. Dann können auch einzelne Karten natürlich doppelt vorkommen, wenn beide sich für die entschieden haben. Ja, dann gibt es 2 gegen 2, konnte ich wie gesagt nicht spielen. Vom Regelstudium interessant, okay, zwei Teams, abwechselnd sind die dran, jeder hat sein eigenes Geld, die dürfen ihr Geld nicht zusammenlegen, aber ansonsten spielen sie eben gemeinsam, gewinnen gemeinsam die beiden, ist immer abwechselnd dran, insofern auch nicht großartig anders. Und dann nochmal 3 bis 6 Spieler, jeder gegen jeden, wobei man immer nur seine direkten Nachbarn bekämpft. Also in einer größeren Runde hat man keinen direkten Kampfeinfluss auf die Gegner und immer nur 2 Burgen benachbart. Sobald einer 2 erobert hat, ja, hat er gewonnen. Gut, da muss ich noch sagen, und bevor ich es vergesse, es ist zwar regeltechnisch von 3 bis 6 Spielern die Rede, aber Material ist hier nur für maximal 4 Spieler drin. Also, wenn ihr mit 6 spielen wollt, dann müsst ihr euch schon 2 dieser Leckerteile zulegen oder irgendwie anders an das alles ausgleichen. Die Münzen sind vorgegeben, die mindestens im Pool sein müssen, ist klar, und dann auch die Karten. Und da muss man eben auf eine gewisse Mindestanzahl kommen. Ja, aber kann ja durchaus sein, wenn ihr Enthusiasten seid und dann zu 6 spielen wollt, dass dann 2 das Ding haben. Kann ja durchaus sein. Ja, solltet ihr euch fragen jetzt, warum ich überhaupt eine Rezension mache, wenn ich diese noch nicht gespielt habe, das ist eben Wunsch des Verlags, dass ich hier, bevor der Kickstarter beginnt, ich eben hier das Spiel vorstelle, dass es euch im Bewusstsein ist sozusagen. Also am 23., falls ihr Interesse habt, ist die ganze Sache da. Ja, viel Brimborium drin, die Box ist zu groß, ganz eindeutig, das Spiel selber ist gut, also ich würde immer noch eine 5 geben, ist ein gutes Spiel. Nochmal zur Klarstellung, eine 7 ist wirklich herausragend gut und 6 sehr gut und 5 schon gut, also nicht gehobener Durchschnitt oder so, das kann schon was. Es ist für mich aber eher so in der Kategorie Filler anzusiedeln, was man als Duellspiel spielt, wenn man nicht viel Zeit hat oder wenn man einfach wartet, dass die anderen kommen. Ich persönlich weiß nicht, ob ich dann so ein Spiel mit 6 Leuten spielen wollen würde, wenn ich denn nicht... Ja, ich habe ja genug anderes, was ich dann spielen würde. Also, da muss man schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, bevor man mich dazu bringt, mit 6 Leuten das zu spielen. Also, als 2-Personen-Spiel ist es gut. Ich bewerte es als 2-Personen-Spiel. Und da überzeugt es dann wirklich als kleines Duellspiel. So. Ja, dauert ja auch nicht lang, so eine Partie, maximal eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Und dann ist man durch. So, ja, 5 bleibt dabei. Also das ganze Zeug ist ja eure Sache, ob ihr das haben wollt, ob ihr Metallmünzen braucht oder ein Spielbrett, das euch sagt, wo ihr die Karten hinzulegen habt. Ja, eine neue Kategorie, die ich jetzt einführen würde in meine Rezension ist, würde ich es mir selber kaufen oder würde ich es mir selber nochmal kaufen? Die meisten meiner Rezensionsexemplare kaufe ich mir. Also ist nur ein ganz geringer Teil, der mir irgendwie von Verlagen zugeschickt wird. Ich frage ja auch nichts an. Wenn Verlage auf mich zukommen, okay, kann ich sagen, gucke ich mir an, mache ich was. Aber ne, die meisten Sachen kaufe ich mir eben selber. Und das würde ich jetzt mir nicht unbedingt kaufen, muss ich sagen. Also... Da ist es dann doch einfach zu viel
Klimbim, sag ich mal, den ich nicht haben müsste. Ne? Also das. Das fand ich ganz gut. Klein, fein. Das, ja, für Liebhaber. Ne? Wenn ihr Liebhaber seid, greift zu. Ansonsten habt Spaß mit anderen Spielen oder eben dieser kleinen, tollen Version davon. Ja, und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Video wieder. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen, trotz Corona-Pandemie. Ja, und bleibt gesund. Viel Freude beim Spiel oder bei was auch sonst ihr immer tut, denn viele Spielrunden sollten ja nicht zustande kommen, wenn ihr euch an die Regeln haltet. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.